ihr Lieben, hier sind noch Marinate und Sammy. Und dann Dienchen nickt ich wieder hin aus. Und ich habe dir, wir haben nicht nur die neue Goodie Box, übrigens gibt es bei dem Video mit der originalen Goodie Box eine ganze Goodie Box zu gewinnen bei mir. Also wer die noch nicht hat und gerne haben möchte, schaut euch das Video an. Aber jetzt habe ich hier die kleine, die Crush Box. Das ist eine Sonderbox von Goodie Box, die kommt alle 2 oder 3 Monate und die habe ich auch abonniert. Und da sind dann, also in der Original Goodie Box, da sind hauptsächlich Pflegeprodukte drin und hier sind dann so Beauty, ihr wisst schon, Anmalen. Und ja, es ist immer so eine niedliche Schubladenbox und dann so eine Schublade und die ist immer anders koloriert. Ich finde es sehr schön, den Verlauf hier. Passt auch sehr schön zum Herbst. So, machen wir mal auf und schauen mal, wie die heißt. So, who needs 10 lines anyway box? Also, wer braucht 10 lines? Das müsste irgendwie so Bräunungsstreifen. Jetzt halt weiß ich das Deutsch. Also, wer braucht schon Bräunungsstreifen, heißt die Box. Take your time. Lass dir Zeit. Machen wir, ne? Sammy. So, die lege ich mal dahin. Und dann ist hier Seitenpapierchen. Und übrigens ist die Originalbox diesmal so lila getönt und hat ein orangenes Seitenpapier. Und hier ist es eigentlich umgekehrt. Sehr niedlich. So. Seitenpapier auf und tada! So schaut's aus. Dann holen wir mal raus, was drin ist. Aha, das ist von Nire Beauty, ein Blender Sponge. Wie schön. Ich glaube, die mögen wir alle gerne, diese Schwämme. Von Nire habe ich noch gar keinen gehabt. Oh, das fühlt sich auch sehr schön an. Ich bin ein haptischer Mensch. Ich mag gerne, wenn es sich gut anfühlt. So. Ach so, wer mich noch nicht kennt, also guckt am besten immer in dieses Auge, das kann gucken und das irrt durch die Gegend, das, als würde es nicht mir gehören, aber es ist meins. Und es ist ja gut, dass es da ist. Es sagt mir zwar nicht, was es sieht, aber es ist da. Ja, ein sehr schöner Schwamm. Und dann auch noch in der Orangefarbe, in der schönen Herbstfarbe, Indian Summer. Toll. Schon mal sehr gut. Und dann haben wir hier einen schönen Stift. Gilded Gold Velvet Smooth Eyeliner. Das ist witzig, ich habe gerade Holz und goldenen Eyeliner drauf. Das kann man bestimmt jetzt nicht sehen. Das muss auch nicht sein, dass du jetzt da groß machst, mein Gesicht oder so. Mm-mm. Ich guck mal. Ja, ich mache den jetzt nicht an, denn ich habe einen goldenen. Der war neulich irgendwo drin. Aber schön ist er. Ich werde mal überlegen, ob ich den behalte oder ob den mal jemand anders bekommen kann. Apropos, liebe Grüße Stella, macht's gut, Süße, und an die ganze Familie. Okay, das ist Mix and Fix Color Drops, also Farbtropfen. Wofür mögen die denn sein? Ah, neutralisiert die rote Flecken, Rottöne. Also wenn man so Besenreiser hat, nee, die heißen die, glaube ich, an den Beinen. Wie heißt das denn? Rosacea, ne, im Gesicht hat, also irgendwie. Also ich habe hier so 2 blöde rote Flecken und das bin ich selber schuld. Ich kann euch nur warnen. Ich dachte damals, da wäre ein Mitesser gewesen und habe da wie bekloppt rumgedreht, war keiner. Und jetzt habe ich da rote Flecken. Das ist schon viele, viele Jahre her, ja. Muss ich mit diesem blöden Irrtum leben. Natürlich ist es grün. Grün ist die Komplementärfarbe zu rot und dann sieht man den roten Fleck nicht mehr. Okay, dann, der Stift hat es dir angetan, Sammy. Dann haben wir von Vita Liberata Advanced Organics Body Blur. Was ist es denn? High Definition Body Makeup. Ah, für meinen super heißen Körper. Wer den Gang nicht versteht, sollte das andere Video von Goodie Box angucken. Wir hatten beide einen tierischen Lachflash, weil da ein Bräunungsmousse drin ist und da steht drauf, dass man seinen super heißen Körper damit, ja, ich weiß nicht, wo ich den herkriege, aber das steht da drauf. Also das ist
Make-up für den Körper. Warum nicht? Ich hatte noch nie Make-up für den Körper. Ist das nicht ein bisschen dunkel für mich? Ja, warum steht hier ein Katzenbett auf dem Tisch, auf dem Küchenblock? Weil wir bei Action waren und dann nochmal so ein Katzenbett. Wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, 3 von der Sorte. Wir haben noch 3 Katzen. Und wir müssen die Betten immer mal durchtauschen. Und das ist ganz schön. Man kann die nämlich hier waschen und wieder drauflegen. Und ach. Und da musste Sammy natürlich rein. Ah, das ist noch zu. Ich weiß nicht. Medium ist das. Ich bin ja nun nicht Medium. Ich bin ja eher äußerst blass, ne? Ich weiß noch nicht. Ich werde mir das mal angucken im Flyer bei Goodiebox auf der Seite. Und dann entscheiden, ob ich das für meinen heißen Körper nutzen soll. Jetzt machen wir das mal. Ich habe ein Messer mit einer krummen Spitze. Ich glaube, wir müssen da nicht mehr drüber reden. Ich habe eigentlich fast nur noch kleine Messer, die entweder keine Spitze mehr haben oder eine verbogene Spitze. Wie kommt sowas? Männer brauchen Schraubendreher. Der Schraubendreher fällt gerade nicht in die Hand, aber die Küchenschublade ist nah. So kommt das. Das geht nicht auf. Das ist so zugeklebt. Jetzt mache ich es mit Gewalt. Bist du nicht willig? So brauche ich Gewalt. So. Es ist eine kleine Dose drin. Jetzt könnte ich Katze brauchen, ne? Der rennt viel verrückter draußen rum. So, das lege ich mir einfach mal zur Seite. Comdeux heißt es. Also heißt die Firma von denen, habe ich doch schon irgendwas. Comdeux. Aha. Blush Up, ein Blush. Was für eine niedliche Verpackung. Da steht überall Blush Up drin. Eine sehr hübsche Verpackung hier mit so einem Verlauf, Farbverlauf. Da freut sich mein Bastlerherz. Ein Hashtag Blush Up steht hinten drauf. Und die Farbe ist Rhubarb, also Rhabarber. Oh, die ist aber wirklich schön. So ein Rouge habe ich überhaupt noch nicht, so ein Blush. So, ich halte mal zu. Da. Die Farbe habe ich wirklich noch gar nicht. Ich nehme mal was runter. Ah. Wirklich schön. Ganz toll. Alter, das ist witzig. Ich habe da eben, das weiß ich total, ne? Ich habe eben bei der Goodie Box, dieses Serum ausprobiert auf der Hand und habe die nachher nicht gewaschen. Und jetzt weißelt das total. Ich hoffe, das tut es nicht, wenn man da Foundation drüber packt. Da. Aber die ist die Farbe nicht toll? Ist das eine tolle Farbe? Richtig schön. Da haben sie was Feines reingelegt, ne? Ach, da kommst du wieder. Alles umgeschmissen. So. Sammy. Und damit ist die Box erledigt. Und die haben die ganze Schublade mit diesem Papier ausgeschlagen. Richtig klasse. Ja, okay, ihr Lieben. Denkt dran, bei dem Video mit der Original. Gut, dass du es aufgegeben hast. Also das sieht ja wohl ein Blinder, dass du da nicht reinpasst. Ja, Sammy, ich habe ein Papier für dich. Ja, da gibt es eine Original-Goodiebox zu verlosen, wer die gerne haben möchte. Jetzt wünsche ich, ach ja, und bei meinem Action-Video, da gibt es ganz tolle Masken, Gesichtsmasken zu gewinnen, 10 Stück. Okay, das war's, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Ich bin ein bisschen durcheinander. Der Lachflash hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, glaube ich. Wenn ihr irgendwo Haare an mir seht, Katzenhaare, ihr kennt ja vielleicht den Spruch, ohne Katzenhaare ist man oder Hundehaare ist man nicht richtig angezogen. Das gilt ganz sicher hier in diesem Haushalt. Ne? 3 Katzen, ein Hund, keine Chance ohne Haare aus dem Haus zu gehen. Okay, ich mach's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja, wo hast du es hingetan, Sammy?